Der Mann ging noch, aber die Frau war wohl ziemlich zickig und eingeschnappt. Ja, von wegen, seid ihr Zeit verschwendet und so. Ja, und dann habe ich auch gesagt, keinen Shot kaufen. Ja, ich habe auch gesagt, das ist ein langer Trip für uns und es ist auch gefährlich. Frühstück, ne? Ja. Ein paar Erdbeeren und Mango, weil wir das im Angebot gekauft haben. Guten Morgen aus Sydney. Wir machen uns gerade auf dem Weg nach draußen, denn wir müssen jetzt versuchen, einen Mechaniker zu finden. Wir schauen uns gleich um 1 Uhr ein Auto an und da wollen wir halt von einem professionellen Mechaniker mal drüber schauen lassen. Hoffen, dass das jetzt auch alles klappt. Da müssen wir noch Geld abheben, ein bisschen für den Autokauf. Und ja, wir sind gespannt, nervös und voller Hoffnung, dass es klappt und wir endlich ein Auto haben. Ja, auf jeden Fall. So, leider haben wir gerade auf die Schnelle keinen Mechaniker gefunden, der mal eben Zeit hat. Und jetzt sind die Leute auch schon früher da, was echt blöde ist. Jetzt müssen wir schnell gucken, dass wir wieder da hinkommen. Ja, dann checken wir das Auto auf eigene Faust und dann schauen wir mal, ob wir es kaufen oder nicht. Drückt uns die Daumen. Ja, gerade das Auto da im Hintergrund getestet. Eigentlich ist alles soweit schön gewesen. Bis auf den Fakt, wo ich das Auto gerade testen wollte. Da war irgendwie ein komischer Knall hinten drin. Im ist ganz dunkel, komm mal Radkasten. Hier. Ich finde es gegen das Licht hier bevor. Ne, da war irgendwie ein komischer Knall hinten im Radkasten und das war uns nicht so ganz geheuer. Jetzt wollen wir morgen das Auto mal in der Werkstatt testen lassen. Ich hoffe, das klappt dann. Und ja, wenn alles gut wäre, würden wir den, denke ich, kaufen. Aber schauen wir morgen mal weiter. War irgendwie ein bisschen deprimierend gerade wieder. Ja. So, da sind wir wieder in der Unterbringung. Und uns raucht so ein bisschen der Kopf, ne? Ja, extrem sogar. Also ich hätte gerade gerne Jessys Papa dabei oder meinen Papa. Die wenigstens noch mehr Ahnung von Autos haben. Aber nun ja, ist halt nicht. Und ja, jetzt gehen wir uns erstmal was essen unten oder zu essen machen. Und dann sieht hoffentlich der Tag heute ein bisschen besser aus. Und wir können noch einen anschreiben. Genau, einen anderen kann man anschreiben. Ich hoffe, der hat heute noch Zeit, dass wir uns den vielleicht noch angucken können. Wäre dasselbe Modell, sogar voll ausgestattet von Backpackern. Drückt uns die Daumen. Goldgelbe, sagt man das? Goldgelbe Brötchen? Goldbraune. Und kennt ihr das hier? Der Mann, der beißt da immer rein, bevor er es im Backofen tut. Das stimmt gar nicht. Das ist nicht passiert. Das stimmt wohl. Und das sieht aus wie Butter, ist aber Sojakäse. Und jetzt belegen wir uns das noch schön hier. Okay, wir haben ja jetzt gegessen und jetzt machen wir uns nochmal auf den Weg zu einer Werkstatt, weil wir ja dann morgen das Auto überprüfen wollen und heute Abend um 6:30, glaube ich, ne, kommt dann auch noch einer. Das ist dasselbe Modell von dem Auto und dann schauen wir uns den nochmal an und ja, dann sehen wir weiter, ne? Ja. 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 Wir haben uns jetzt nochmal das zweite Auto angeguckt und das war halt dasselbe Modell und es war aber ein bisschen schwammig, hast du gesagt, ne, beim Fahren. Ja, die Federung, das alles, das war ein bisschen nicht so gut, fand ich, wie bei dem davor. Aber es war halt schon ausgebaut, also den einen müssten wir halt noch ausbauen, praktisch in so eine Holzplatte rein oder einen Lattenrost oder irgendwie ja, sowas ein Bett und halt ne, ein Bett machen. So ein bisschen Aufbewahrungszeugs. Und ja, jetzt sind wir gerade am Beratschlagen, was wir so machen und wir haben heute keinen Mechaniker gefunden, also keine Werkstatt, die das Auto irgendwie testen konnte. Die machen das anscheinend alle nicht. Ja, oder sie haben keine Zeit. Ja, und jetzt haben wir aber im Internet einen gefunden, der halt dann ja,
ja, praktisch mobil ist und dann vorbeikommt. Ist zwar teurer, aber jetzt wollen wir uns halt morgen dann auf jeden Fall mal einen erst durchchecken lassen. Ich schätze den, also ich tendiere irgendwie zu dem ersten, da müssen wir halt das Bett dann noch ausbauen. Und ja, sehen wir uns morgen, oder? Ja, gute Nacht. Ja, da wären wir wieder. Ja, gerade lassen wir uns unser Essen schmecken, wie man so schön sieht. Und ja, heute war kein spannender Tag, der Mechaniker hatte keine Zeit. Wir haben Bankkonto eröffnet bei der Westpac Bank. Ja, sonst waren wir eigentlich nur was essen gewesen. Mal wieder, immer nur essen. Ja, was haben wir sonst noch gemacht? Kopien beglaubigen lassen. Ja. Genau. Ja, guter Tipp im Übrigen, könnt ihr auch beim Apotheker machen lassen, ist kostenlos. Und nicht wie bei der Post hier in Australien, irgendwie 5 Dollar pro Blatt. Ja, und dann sehen wir uns eigentlich schon wieder morgen wieder, in der Hoffnung, dass wir morgen endlich das Auto kaufen können. Ist ja auch die Roblotter. Wir sind die Roblotter, nein. Gut, dann bis morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Mal wieder im Aufzug und jetzt geht's los, Auto checken und drückt uns die Daumen. Ja, aufgeregt. Das Auto wird gerade abgecheckt. War mal wieder ein Satz mit X. Ja. Also irgendwie haben wir kein Glück, aber naja, der Mechaniker hat das Auto jetzt getestet und er hat uns geraten, es nicht zu kaufen, weil wir echt tausende Dollars hätten reinstecken müssen. Ja. Daraufhin, also der hat das auch echt lange getestet. Der war auch sehr nett. Und war sehr nett und naja, die Besitzer, also die Autoverkäufer jetzt, die waren halt nicht so begeistert. Der Mann ging noch, aber die Frau war wohl ziemlich zickig und eingeschnappt. Ja, von wegen, sie hätten ja Zeit verschwendet und so. Ja, und dann habe ich auch gesagt, keinen Schrott kaufen. Ja, ich habe auch gesagt, das ist ein langer Trip für uns und es ist auch gefährlich. Und ja, jetzt haben wir halt ein paar hundert Dollar ausgegeben fürs Testen, ja. Aber das ist uns das Leben schon irgendwie wert, ja. Weil wenn wir dann nachher im Outback stehen, ich meine, das kann zwar immer passieren, ja. Aber wenn man es dann weiß, ne? Also, vor allem, das Auto sollte 7.000 kosten und die Reparaturen, meinte er, wären wahrscheinlich so um die 4.000 Dollar oder mehr. Ja, also da kaufe ich dann nicht so ein Auto. Ja, ich finde, da sollte man dann auch nicht so unfair sein und dann sagen, boah, das hat jetzt meine Zeit gekostet, ja. Und uns dafür sozusagen anmachen. Ja. Und vor allem, da leuchtet ein paar Kontrollleuchten, da meint der Verkäufer, das wäre nur ein Sensor, das wäre nicht schlecht, nicht schlimm und so. Das Geile ist aber, das ist eigentlich ein Allradauto gewesen, aber da war vorne halt so ein Differential kaputt und jetzt ist das eigentlich nur Zweirad angetrieben, also wie jedes andere Auto. Ach, und ja, ja, das hat er gerade erzählt. Und dann hätte man jetzt ein Allrad gekauft, der kein Allrad ist und Wahnsinn. Ja. Also, dann fährst du damit los und bleibst hinter einer Pampa stecken, weil nur zwei Räder gehen und der sich da eingräbt. Ja, also ich finde es immer besser, jetzt einfach alles zu kontrollieren, weil wir waren schon kurz davor, weil wir so verzweifelt waren einfach, dass wir gesagt haben, komm, wir kaufen es einfach so und vertrauen auf unser Gefühl, aber das Gefühl war irgendwie nicht richtig und ich bin einfach so froh, dass wir diesen Weg gegangen sind irgendwie. Ja, machen wir auch wieder beim nächsten Auto, auch wenn es wieder Geld ist, wenn man es nicht kauft, was man rausschmeißt. Dann müssen wir halt ein bisschen länger hier arbeiten, dann ist halt länger arbeiten. Ja. Und jetzt gucken wir wieder nach neuen Autos, also der Scheiß geht wieder von vorne los. Genau, von daher müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, dass wieder spannendere Videos kommen und ich hoffe, wir ziehen euch nicht mit runter mit dem ganzen Scheiß, aber das ist langsam echt deprimierend. Wir sind jetzt seit 25.12. hier. In Sydney, was haben wir heute, den 12.? Ersten? 3 Wochen fast schon. Ja, 3 Wochen schon fast hier und wir finden einfach kein Auto, was mal passend ist, was okay ist oder wo nicht irgendwie was halb auseinandergefällt oder der Hälfte gefaked ist. Ist ein bisschen kompliziert, aber wenn es dann endlich losgeht, hoffentlich sind wir alle glücklich. In dem Sinne, drückt uns weiter in die Daumen. Seid hoffentlich so genervt, wie wir langsam. Und jetzt gucken wir mal nach neuen Autos, ne? Ja, bis zum nächsten Video. Tschö. Ciao.